Während des Spiels bleibt es laut Wiener Landespolizeidirektion relativ ruhig. Kleinere Scharmützel entstehen durch Provokationen von Personen ohne Fanhintergrund. Die Polizei spricht von kleineren Streitigkeiten. Berichte über eine Massenschlägerei werden nicht bestätigt. Nach dem Spiel kommt es zu Zusammenstößen zwischen mehreren Personen. Es wird gedrängt und geschubst. Flaschen und Dosen fliegen durch die Luft. Vor allem kurdische, syrische und türkische Gruppierungen treffen aufeinander. Ein größeres Polizeiaufgebot ist im Einsatz. Auch auf den Straßen herrscht eine aufgeheizte Stimmung, durch laut hupende Autos bis spät in die Nacht. Laut Polizei kommt es zu 3 Festnahmen aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt. Bei einem dieser Vorfälle wird ein Polizist leicht verletzt, er kann seinen Dienst aber fortsetzen. Insgesamt werden 45 Anzeigen gelegt. Im Bereich der Public Viewings werden laut Polizei 18 Personen verletzt, sowohl durch Körperverletzungen als auch durch notfallmedizinische Vorfälle. Nach dem Spiel verlassen die Menschen das Areal beim Hauptbahnhof zumeist in Richtung Innerfavoriten. Es gibt spontane Siegesfeiern zwischen Reumannplatz und Keplerplatz. Die türkische Kulturgemeinde berichtet von friedlichen Siegesfeiern türkischer Anhänger ohne gröbere Zwischenfälle. Die türkische Kulturgemeinde hatte im Vorfeld der Partie zu Mäßigung und Empathie aufgerufen, um Ausschreitungen und unakzeptables Verhalten zu vermeiden. Zwischen Fahnen und freudigen Gesichtern ist allerdings auch immer wieder der Wolfsgruß zu sehen, das Erkennungszeichen der ultranationalistischen und faschistischen Grauen Wölfe, das in Österreich schon seit 2019 verboten ist.